Mein Name ist Christian Ludwig, bin hier im Gondwanaland für die Pflanzenwelt verantwortlich und würde euch heute eine unserer Kostbarkeiten hier mal vorstellen. Und zwar haben wir hier im Haus einen Dion spinulosum. Das ist ein Palmfarn. Die Palmfarne sind ja so auch lebende Fossilien. Und dieser Vertreter ist der größte noch lebende Palmfarn auf der Erde. Und die sind auch sehr bedroht. Die haben ein sehr geringes Verbreitungsgebiet. Die kommen halt wirklich nur in so feuchten Lagen von Mexiko vor. Das sind auch die Gebiete, die der Mensch nutzt für Landwirtschaft. Und damit ist natürlich für die Pflanzen dort meistens wenig Platz. Die werden halt relativ groß. Unserer hier ist noch sehr klein. Er kann irgendwann mal 12 Meter hoch werden und bildet dann auch einen mächtigen Stamm aus. Von dem haben wir genau ein Exemplar. Das ist ein Einzelstück hier. Unsere blüht auch regelmäßig, bildet hier Blüte und Frucht aus. Ja, und lebt seit mittlerweile fast 10 Jahren hier im Haus und ist auch stattlich gewachsen. Also wir haben ja hier im Haus insgesamt, wir schätzen so an die knapp 600 Arten von Pflanzen. Und die Bedrohung der Pflanzen im Vergleich zu den Bedrohungen der Tiere hat halt den großen Unterschied. Die Tiere werden häufig ja aktiv von uns dezimiert, indem wir sie jagen, weil wir sie essen wollen oder irgendwelche Teile der Tiere nutzen. Bei den meisten Pflanzen muss man sagen, der größte Teil der Bedrohung kommt daher, dass wir einfach den Lebensraum zerstören. Also es gibt natürlich auch einzelne Pflanzen, die dadurch bedroht sind, dass der Mensch sie aktiv wirklich holt. Dazu zählt Mahagoni, was man natürlich aktiv aus den Regenwäldern rausholt, um es als Nutzholz zu verwerten, Wertholz. Aber die meiste Zerstörung oder Ausrottung von Pflanzen findet einfach dadurch statt, dass man Pflanzen, die kleine Verbreitungsgebiete hat, einfach das Gebiet zerstört und damit ist es manchmal dann einfach schon vorbei. Und für eine Pflanze muss man immer sagen, es gibt Pflanzen, die leben halt in einem Tal. 20 Kilometer entfernt kommt eine andere Art vor. Und das Ausbreiten von Pflanzen ist auch ein bisschen verhindert. Ich sage mal, Tiere haben meist den Vorteil, dass sie sich aktiv auch noch wegbewegen können. Das kann die Pflanze dann im Regelfall nicht. Wir haben von ihm noch eine verwandte Art sozusagen hier im Haus. Der bleibt aber deutlich kleiner und hat auch nicht dieses extrem stachelige Blatt. Also der hier wehrt sich auch. Ich stehe jetzt hier in der Lücke. So ist er zum Anfassen sehr unangenehm. Das ist eine Pflanze, die sehr dolle stachelt. Also man merkt das hier an den Blättern. Man kann das ja hier an den einzelnen Blättchen sehen. Die ist überall sehr bewehrt. Und damit bietet sie natürlich ideale Möglichkeiten, dass Vögel sich drinnen verstecken können, brüten können und ohne von Räubern natürlich die ganze Zeit belästigt werden. Also ähnlich wie bei uns auch in Weißdorn doch auch gerne von den Vögeln angenommen wird, weil das Eichhörnchen mag den Weißdorn nicht so. Eine Möglichkeit, wie wir ihn vielleicht schützen können, ist halt ein überlegtes Einkaufen von tropischen Produkten, ja, weil damit verhindern wir, dass die Flächen benötigt werden und damit auch Platz für solche doch seltenen Pflanzen bleibt.